Hallo, mein Name ist Arkadi Hayet. Ich wünsche allen ein frohes, gesundes, erfolgreiches neues Jahr. Let's get started und liebe Grüße aus Duisburg. Let's get started. Also, wir wollten vor allem einen Film aus einer jüdischen Perspektive erzählen. Ja, wir wollten irgendwie das Gefühl kommunizieren, wie es sich anfühlt, jüdisch zu sein in Deutschland heute. Wie fühlt sich das an für mich, wenn Leute das Wort Jude gar nicht aussprechen können? Oder wie fühlt sich's an, wenn man wie so eine Art exotisches Tier behandelt wird, wo es gilt, Artenschutz zu betreiben? Weil ich habe die Feststellung gemacht in den Jahren, in denen ich aufgewachsen bin in Deutschland, dass der einzige Grund, warum man über Jüdinnen und Juden in Deutschland spricht, ist Holocaust und Antisemitismus. Und man nähert sich eigentlich nur über diese Koordinaten der jüdischen Kultur, wenn man sich überhaupt der jüdischen Kultur nähert. Und es gibt immer diesen bestimmten Ort für jüdische Figuren im Film. Der Ort ist schwarz-weiß, der ist mit Klezmermusik unterlegt. Er zeichnet Jüdinnen und Juden ängstlich und auf der Flucht. Und wir hatten einfach Lust, diese Stereotypen zu brechen und eine selbstermächtigte Figur zu erzählen, die vielleicht nicht in diesen Ort hereinpasst, für den sie bestimmt wurde. Ich glaube, in einer Demokratie werden immer auch nationalistisches Denken stattfinden und man wird damit konfrontiert sein. Da bin ich Pessimist, aber was ich glaube, dass wenn PolitikerInnen sich von rechts bis links an Begriffe wie Heimat klammern, dann sind die KünstlerInnen aufgerufen, Antworten zu geben, ja, die Politik vielleicht oft nicht parat hat und auf eine Art und Weise die Politik auch zu inspirieren. Also für die Zeit nach Corona hoffe ich, dass natürlich der Nachwuchs nicht vernachlässigt wird. Und das sage ich nicht, weil ich zum Nachwuchs gehöre, sondern weil ich glaube, dass das auch die Zukunft ist, auch für den Nicht-Nachwuchs, ja. Ich hoffe, dass selbst wenn weniger Filme produziert werden, dass man nicht nur grüne Actionhelden im Kino sieht und dass gute Geschichten weiterhin ihren Weg finden, auch im Kampf gegen diese Actionhelden. Also mein größter Wunsch ist natürlich ein rein menschlicher und hat auch mit Corona zu tun. Es gibt ja immer diese Diskussion, wo über Filme gefragt wird, wo endet die Realität, wo beginnt die Fiktion, was ist authentisch? Und ich habe das Gefühl, zurzeit haben wir so eine paradoxe Realität im Kino, wo Menschen sich die Hände reichen, umarmen, küssen. Und die Realität findet jetzt gerade auf den Leinwänden statt und die Fiktion ist jetzt gerade in unserem Alltag. Und ich hoffe, dass sich das 2021 langfristig wieder umkehrt, sodass wir sagen können, die Fiktion ist im Kino und die Realität ist hier. Let's get started!